herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2 mit mir, dem Alex. Ja, und jetzt sollte mal wieder alles langsam in seine richtigen Bahnen laufen und ja, ich kann euch nochmal gleich ein bisschen was erklären, wie alles so funktioniert und wie es so weitergeht die nächste Zeit. Wir können natürlich mit Themen, was ihr zu Themen wieder reden habt, wie es sich natürlich gehört. Eine Info für euch jetzt erstmal, wir sind hier in Frankfurt wieder, weil es ein Update gab und dann quasi wieder mein Spielstand, also mein Auftrag beendet wurde und so weiter und so fort. Ihr kennt das. Wenn ihr Euro Truck Simulator ein Update macht, dann wird immer der Spielstand wieder resettet. Ja. Und was wir jetzt erstmal machen, ist, wir fahren erstmal tanken und fahren erstmal unseren LKW reparieren und chillen ein bisschen. Und ich will ein bisschen über Themen reden mal wieder. Und zwar, weil wir auch Sonntag haben. Es kam jetzt letzte Woche erstmal wieder 4 Tage lang gar kein Video, glaube ich. Wie gesagt, mal wieder dafür. Hatte am Sonntag und Montag nur ein bisschen was zu tun und kam nicht dazu, die Videos zu schneiden. Und dann die restliche Woche irgendwie auch wieder so. Ich glaube, man kann es nicht richtig beschreiben. Lief wieder ein bisschen Ebola-haft ab. Das ist jetzt gerade übrigens nur ein übertriebenes Wort, eine übertriebene Wortdarstellung, die keinen beleidigen soll, sondern nur der Unterhaltung dient. Ja. Und was ich halt auf jeden Fall dazu sagen kann, ist, dass jetzt hoffentlich besser läuft. Habe ich jetzt schon wochenlang gesagt. Ich weiß, es ist schon wochenlang Chaos, aber ich muss eigentlich nur noch die Season schneiden und halt das, was ich hier gerade aufnehme und unendlich viele Jump World-Folgen für meinen eigenen Kanal. Ja, und auch noch ein bisschen anderen Scheiß, aber es geht eigentlich. Das heißt, wir können, es sollte jetzt die nächste Woche alles wieder geregelt laufen. Ich nehme jetzt auch hier direkt 3 Folgen Euro Truck Simulator auf. FIFA ist noch lange genug aufgenommen. Euro Truck Simulator ist noch lange genug nehme ich jetzt hier direkt 3 Folgen am Stück auf. Weil, und das kann ich jetzt nicht sagen, es kam ja letzten Sonntag kein Euro Truck Simulator Video. Es kam am Dienstag und am Donnerstag, Dienstag und am Freitag kam nichts. Weder American Truck Simulator noch Euro Truck Simulator. Und das kann ich jetzt mal alles kurz ein bisschen erklären. Um es erstmal auf den Punkt zu bringen, ich werde American Truck Simulator beenden und werde 3-mal die Woche Euro Truck Simulator bringen. Das heißt, an den Tagen, wo jetzt noch American Truck Simulator kam, kommt jetzt nur noch Euro Truck Simulator. Das heißt, ich werde jetzt immer 3 Folgen die Woche bringen. Am Sonntag werde ich ein bisschen über Themen reden und am Dienstag und Freitag in den Folgen dann eher nicht, weil das alles so aussehen wird, wie es jetzt gerade aussieht. Und zwar werde ich immer am Sonntag Euro Truck Simulator aufnehmen. Das heißt, es wird dann auch nicht um 19 Uhr kommen, sondern wahrscheinlich wieder ein bisschen später. Jedes Mal, also wie es auch gewohnt ist, und es wird auch so bleiben. Ich werde am Sonntag dann immer Euro Truck Simulator aufnehmen, und zwar direkt 3 Folgen. Die erste Folge, wie gesagt, in der rede ich dann noch ein bisschen was über Themen, die ist dann die direkt am Sonntag kommt. Und dann direkt im Anschluss nehme ich die Folge auf für den Dienstag und für den Freitag. Und was ich jetzt schon mal heute als Thema ein bisschen ansprechen kann, ist endlich mal eine neue PC-Situation. Und zwar im Moment ist alles noch beim Alten. Ihr dürftet inzwischen sogar leider, oder dürft ihr auch schon eigentlich immer bei Euro Truck Simulator schon ziemlich lange. Trotz meines extrem guten Audio-Vorverstärkers, der, wenn ich die Fresse halte, relativ gut funktioniert. Zum Beispiel jetzt. Jetzt dürftet ihr gar nichts hören. So, wenn ich aber... Was ist mit meinem LKW los? What the fuck? Ja, ich will den verlassen. Ach, das ist ein LKW-Händler. Scheiße, ich wollte zum Reparieren gehen. Bin ich an die falsche Stelle gefahren. Wenn ich nämlich nichts sage, dann hört ihr nichts. Weil ich ja eben das so eingestellt habe, weil ich ja einen Mikrofonvorverstärker habe seit einem halben Jahr, ja. Aber wenn ich nichts rede, wenn ich was rede, dann hört ihr wahrscheinlich, obwohl es schon ein bisschen abgeschwächt wird durch diesen Audio-Vorverstärker, eben hört ihr immer noch ein bisschen meinen PC im Hintergrund rauschen. Weil der geht, wenn ich jetzt mal die In-Ears rausnehme, höre ich es noch mehr. Der geht übertrieben ab inzwischen. Aufgrund, wenn er halt eben so ein krasses, so ein Spiel wie der Simulator hier, der natürlich extrem viel Performance frisst, Simulatoren fristen immer extrem viel Performance, geht er eben mega ab und ist mega, am Vollgas geben und ist eben mega laut, der PC und die Lüfter und so weiter und so fort. Ja, und ich hoffe, das wird nicht mehr so sein mit dem neuen PC. Wenn nicht, muss ich da mal ein bisschen was rum einstellen, weil der neue PC dürfte es dann eigentlich nicht brauchen, dass die CPU so warm wird und so weiter und so fort. Obwohl die CPU eigentlich gar nicht so belastet wird. Ich weiß nicht, warum er so Vollgas gibt. Wahrscheinlich, weil... Ich habe keine Ahnung, wegen der Grafikkarte oder sowas. Gehe ich mal stark von aus. Ich weiß es nicht. Mal schauen, ob es mit dem neuen PC so sein wird. Es könnte weiterhin mit dem neuen PC so sein, weil... weil ich weiterhin dasselbe Gehäuse... Ich werde nicht dasselbe Gehäuse benutzen. Ich habe mir das identische Gehäuse noch... Also dasselbe Fabrikat nochmal gekauft, weil ich das eigentlich ganz geil finde. Und... Ich kann noch mal ein bisschen erklären, wie das alles mit meinem PC funktionieren wird. Ich habe hier schon links das neue Gehäuse, wie gesagt, stehen. Ich habe die CPU und den CPU-Kühler stehen, hier schon liegen quasi.
Und ich kaufe mir dann Ende nächster Woche, hoffentlich klappt das, also sofort, wenn mein Gehalt quasi reinkommt, kaufe ich mir eine CPU. Eine CPU und eine RAM. Und einen RAM. Ich hoffe, dass mein Gehalt ist. Mein Gehalt sollte auf jeden Fall noch vor dem Wochenende kommen. Und dann kaufe ich mir eben eine neue CPU. Dann kaufe ich mir eben das Motherboard und den RAM, der noch fehlt. Und dann hat sich nämlich das falsch abgewogen. Und dann hat sich dieses ganze Thema nämlich erledigt, weil dann kann ich meinen neuen PC zusammenbauen. Mein neuer PC wird erstmal folgendermaßen zusammengebaut. Und zwar, wie gesagt, mit den 5 neuen Teilen, die jetzt eben da sind. Mit den 5 neuen Teilen, was eben das neue Gehäuse ist, der neue Arbeitsspeicher, das neue Mainboard, der neue CPU, die neue CPU-Kühler. Und meine Grafikkarte aus meinem bisherigen PC, wird noch locker für ein halbes Jahr oder sowas übernommen in den neuen PC. Und so sieht's aus, genau. Die Elgato ist natürlich auch noch in meinem PC jetzt drin, die kommt natürlich auch noch in den neuen PC rein. Und was ich jetzt erstmal noch, aus dem alten PC, aus meinem bisherigen PC, in meinem neuen PC kommt, ist nämlich das Netzteil und die SSD-Festplatte. Das heißt, ich kann einen Monat meinen jetzigen PC von dem Setup her, kann ich einen Monat lang nicht benutzen. Weil ich da halt eben sowas wie die SSD-Festplatte oder das Netzteil daraus erstmal schon mal in den neuen PC reinnehme, dass ich den schon mal verwenden kann. Aber noch einen Monat später werde ich mir dann nämlich, dann dieser neue PC funktioniert dann daraufhin schon mal, weil der hat dann alles, was er braucht. Und nochmal einen Monat später werde ich mir wieder ein neues Netzteil und eine neue SSD-Festplatte kaufen. Werde dann wieder das neue Netzteil in den neuen PC einbauen und das alte Netzteil wieder in den alten PC einbauen. Und eben die neue Festplatte in den alten PC einbauen, in den bisherigen PC einbauen. Und dann habe ich nächsten Monat dann habe ich dann auch den zweiten PC wieder funktionstüchtig, also meinen bisherigen PC wieder funktionstüchtig. Und kann den dann als meinen zweiten PC verwenden. Im Moment habe ich ja einen zweiten PC, der alte PC von Pierre ist und relativ scheiße ist und sehr, sehr scheiße ist. Und auf dem mache ich im Moment auch nichts mehr, außer wie jetzt gerade beim Aufnehmen meine Facecam und meine Stimme drüber aufzunehmen. Wie gesagt, ab nächster Woche, sobald ich meinen neuen PC verwende, werde ich dann wieder alles mit Open Broadcaster am ersten PC aufnehmen, weil ich dann einen i7-Prozessor habe und es dann gar kein Problem ist. Warum ich weiter einen zweiten PC haben will ist einfach auch vor allen Dingen, um TS darauf laufen zu haben, weil ich dann quasi keine zweite Soundkarte in meinem PC brauche, um das eben alles schön getrennt aufzunehmen weiterhin und über mein Mischpult abmischen zu können. Und quasi, was ich dann jetzt erstmal einen Monat lang mache, ist dann, dass ich auf dem neuen PC auch direkt die Videos rendere. Das heißt, die Videos kann ich extrem schnell rendern, weil ich das eben direkt auf dem ersten PC mache. Was aber quasi sich wieder ein bisschen aufteilen wird, denn sobald ich meinen bisherigen PC dann quasi wieder in einem Monat funktionstüchtig gemacht habe, werde ich meine Videos wieder auf dem zweiten PC schneiden und rendern. Denn das hat ganz einfach den Vorteil. Das hat nämlich ganz einfach den Vorteil, dass wenn ich jetzt einen Monat lang werde ich jetzt quasi auf dem ersten PC aufnehmen und gleichzeitig die Videos rendern lassen und schneiden. So wie ich es jetzt auch schon die letzten 2 Monate ungefähr mache, weil der zweite PC nicht mehr belastbar ist, weil der bei jeder Belastung wie Videos rendern abstürzt. Was halt im Moment immer das Problem ist, ist, dass ich aufnehmen und rendern immer halt so ein bisschen übereinander liegt. Wisst ihr, wenn ich halt eben Videos rendere, kann ich nichts aufnehmen. Oder kann bei Videos rendern teilweise gar nichts mehr machen im Moment bei dem jetzigen PC. Wenn ich einen i7 habe, würde das wahrscheinlich sogar theoretisch funktionieren, ist aber nicht die eleganteste Art und Weise. Klar werde ich da einen riesen Vorteil haben, weil die Videos mit dem i7 einfach, keine Ahnung, die werden innerhalb von 15 Minuten gerendert sein. Die werden wahrscheinlich schneller gerendert sein, als wie das Video lang ist. Trotzdem werde ich das nicht quasi benutzen, die meiste Zeit, sondern werde die meiste Zeit immer noch die Videos auf dem neuen zweiten PC dann rendern. Hat einfach den Sinn, dass wenn ich mehrere Videos aufnehme, mehrere Videos schneide, dann müssen irgendwie 2-3 Stunden rendern und das mache ich eher meistens aus Erfahrung, lasse ich die dann über Nacht rendern. Und das ist dann am zweiten PC, wenn ich einfach besser und stromsparender auch irgendwo. Deswegen mache ich das Ganze unter anderem auch so.
Und ja, mein zweiter, ich kann auch sagen, mein dann zweiter PC, mein jetziger erster PC, wird quasi genauso bleiben, wie er jetzt ist. Wird halt dann für einen Monat kurz alles umgemodelt. Und dann wird im Endeffekt, jetzt muss ich gerade mal denken, was ich sage. Und ja, das mit den Festplatten wird sich halt ein bisschen wieder ändern. Ich habe ja immer relativ viele Festplatten, die werde ich irgendwo anders reintun, immer mal wieder schauen. Und aber es ist jetzt nicht so, was so gravierend ist gerade. Ich muss gerade echt mal drüber nachdenken, was ich denn wie ändere, aber... Nö, der zweite PC bleibt eigentlich so, wie er ist und rendert dann halt Videos. Und das ist halt die coole Sache. Heißt, mein jetziger erster PC wird dann quasi zu meinem zweiten PC, das habe ich mir extra so aufgebaut. Und kann dann da quasi wieder Videos drauf rendern und es schneidet sich nichts, es kollidiert nichts. Alles super. Ich habe dann auch am zweiten PC in 16 Gigabit Arbeitsspeicher und so weiter und so fort. Also ich habe also richtig gute Leistung auch. Und im Moment rendere ich ja, wie gesagt, auch auf meinem bisherigen PC die Videos direkt. Und ich weiß halt eben, es dauert schon zum Rendern ziemlich lange bei meinem Prozessor, den ich im Moment habe, der auch richtig scheiße ist. Aber... ja, zwischen, ich will mit dem Prozessor Videos aufnehmen oder rendern oder was, Videos aufnehmen oder so, oder live rendern lassen mit OBS Multiplattform und ich will die Videos später rendern lassen, das ist ein Riesenunterschied, weil, klar, auf meinem neuen i7 Prozessor werden die Videos wahrscheinlich in 20 Minuten oder sogar noch weniger rendern. Werden wir wahrscheinlich eine halbe Stunde oder sowas rendern, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau, aber so irgendwas in dem Rahmen erwarte ich, dass es relativ Originalzeit ist, ich werde auch wahrscheinlich auf meinem neuen PC dann immer die Jump World Videos direkt rendern. Da die ja direkt hoch sollen, dann, wenn ich die nachts immer aufnehme. Aber das war es so ein bisschen dazu. Also viel mehr habe ich da gar nicht so an Infos zu geben. Und durch dieses 2-PC-Ding wieder habe ich halt wieder extrem den Vorteil, dass ich halt auf gar keinen Fall irgendwas mit Rendern und Aufnehmen und Streamen juckt. Und das Geilste, was ich oftmals mich freue, ist dann endlich mal wieder auch wieder andere Spiele außer Minecraft streamen zu können. Da kann ich mich zum Beispiel mit Pierre auch FIFA streamen wieder und kann gleichzeitig FIFA noch für den Kanal aufnehmen. Das heißt, ja, ich kann sogar in Zukunft Sachen direkt auch noch aufnehmen. Auch generell die Streams noch aufnehmen für meinen Kanal. Was halt schon sehr, sehr cool ist. Das heißt, ich kann auch mal in Zukunft zum Beispiel wenn ich in Livestreams bin, zum Beispiel Freitagabend Livestreame, kann ich auch schon die Tagessieger-Jump World, zum Beispiel um 0 Uhr einfach weiter streamen und dann die Tagessieger-Jump World direkt streamen und auch dann direkt aufnehmen. Also ich habe echt so viele Möglichkeiten, halt auch, ja, was richtig geil wird, da ich halt auch streamen und aufnehmen mit Open Broadcaster gleichzeitig in gewohnter Qualität kann und da gar keine Probleme entstehen und generell kann ich auch den Stream in einer viel besseren Qualität rendern und ach, es wird einfach alles so herrlich, Leute. Das kann man nicht anders sagen, es wird echt herrlich. Da freue ich mich schon ehrlich gesagt richtig drauf, weil dann kann man echt coole Sachen machen. Und da freue ich mich wie gesagt schon drauf. Das wird eine coole Zeit, wenn wir da echt alles zusammen haben. Und generell, es wird für mich auch einfacher wieder zu schneiden, weil ich muss keine Sachen synchronisieren, so wie jetzt, sondern ich muss einfach, obwohl bei Minecraft immer noch bei der Season oder bei anderen Projekten mit BimPR zusammen mit zwei Sichten, aber bei den normalen Videos muss ich halt nichts mehr synchronisieren, sondern nur noch, ich kann ja auch mal erklären, habe ich aber auch schon früher, ich habe ja auch früher auch mit OBS aufgenommen in einem, aber es hat nie so gut funktioniert aufgrund der CPU eben. Und damit gar nicht mehr. Das heißt, ich hätte auch jetzt, genau, ich muss auch echt sagen, das war so ein Qualitätsding, was ich gemacht habe, dass ich wieder mit Fraps am ersten PC aufnehme und mit OBS am zweiten PC aufnehme. Weil, weil es einfach... weil 60 FPS sonst nicht funktionieren würde. Ich meine, hier funktioniert auch nicht, ich habe nicht durchgehend 60 FPS, auch wenn das Video in 60 FPS gerendert wird und 60 FPS bei euch auf YouTube angezeigt wird. Ich habe gerade 45 FPS in der Aufnahme, aber es ist trotzdem schon mehr FPS und das ist geiler und das will ich eben, ich habe ja komplett auf 60 FPS umgestellt, zumindest die Aufnahmen aus meiner Sicht und auch die PC-Aufnahmen aus Pierres Sicht sind ja so. Das Einzige, was noch in 30 FPS ist, FIFA-Videos von Pierre, weil er noch die normale alte Elgato HD30 hat. Ja, das ist so alles ein bisschen dazu. Ich hoffe, es war nicht zu trocken für euch, aber und nicht so viel Technik-Talk, aber ich habe da einfach mega Bock, jetzt das euch natürlich alles vorzustellen und dann wird es echt schon besser. Ich hoffe, dass das alles so klappt, wie ich mir hoffe noch, mit, dass mein Gehalt noch vor dem Wochenende kommt oder dass mein Gehalt spätestens dann Donnerstag kommt, dass ich dann die ganzen Teile noch am Samstag kriege eigentlich. Ich weiß nicht, ob es alles 100% so klappt. Ich hoffe es halt.
Aber gut. Und ich werde die ganzen Teile auch erst irgendwann Donnerstagabends bestellen oder so, weil ich will, dass die auch nicht am Freitag schon kommen, sondern erst am Samstag kommen, weil, ja, ich denke mal, ihr wisst, warum ich das so will, weil ich am Samstag natürlich zu Hause bin und am Freitag nicht. So. Aber es wird auf jeden Fall mega cool, sobald das alles steht und ich alles benutzen kann. Das wird echt mega geil. Also es packt mich ja im Moment schon ein bisschen ab, dass wir schon seit fast einem Monat halt eben hier schon der neue i7-Prozessor liegt hier schon seit fast einem Monat. Das neue Gehäuse und der neue Lüfter für die CPU liegen ja auch schon fast einen Monat. Und ja. Aber ich muss wie gesagt sagen, die Grafikkarte wird noch sehr lange die alte bleiben. Ist einfach so. Weil, ja, weil es auch jetzt nicht so eine große Sache ist. Die Grafikkarte ist auch nicht, klar ist das ein Übel, aber die ist auch nicht, das schlimmste Übel ist sie halt eben nicht. Das ist das Gute daran. Aber die wird ungefähr noch ein halbes Jahr dauern, bis sie ausgetauscht wird. Weil ich jetzt, wie gesagt, nächsten Monat dann erstmal dafür sorgen muss, dass eben jetzt mein jetziger PC dann wieder brauchbar wird als zweiter PC. Und danach fängt schon das Sparen für die Gamescom an. Das heißt, da bleibt kein Geld mehr übrig. Das heißt, ja, es wird noch ein halbes Jahr dauern, bis ich mir dann eine GTX 900, es kommt ja wahrscheinlich bald schon wieder eine neue GTX raus. Aber ich werde wahrscheinlich eine GTX 980 Ti holen. Und ich bin eher ein Freund, dass ich nur eine Grafik... Ich werde mir nie in meinem Leben zwei Grafikkarten kaufen, die ich parallel in einem PC betreibe. Weil ich das immer... Ich finde einfach, das führt zu oft zu vielen Problemen, als wie das einem es wirklich was hilft. Ich finde, das ist so mehr so... Das ist mehr so ein Verkaufsding und weniger so ein wirklich, dass man es braucht, Ding. Keine Ahnung. Wann braucht man schon mal mehr als eine Grafikkarte? Da holt man sich lieber eine richtig, richtig geile Grafikkarte. Zum Beispiel, wenn ich unbegrenzt Geld, also nicht unbegrenzt, aber wenn ich nicht aufs Geld achten müsste, würde ich mir zum Beispiel auch keine 2 GTX 980 oder sowas kaufen. Dann würde ich mir einfach die eine GTX Titan holen. Ich weiß nicht, die heißt einfach nur GTX Titan, glaube ich. Die irgendwie 1.100 € kostet. Die richtig krass ist. Dann würde ich mir nur die holen. Weil die ist ja immer noch besser als wie die 980 und so weiter. Kostet auch immer noch 1.100 €. Aber dann würde ich mir nur, wenn ich nicht aufs Geld achten müsste, würde ich mir nur die holen. Aber so hole ich mir halt die GTX 980 Ti wahrscheinlich in einem halben Jahr lang. Die kostet im Moment, glaube ich, 600, 700, aber ist im Vergleich zur normalen GTX 980 auch nur irgendwie 100 € teurer oder so oder 150 €. Deswegen sage ich mir im Moment so, ja, wegen 150 € mache ich nicht lang rum. Generell sehe ich die Technik auch immer, jetzt wenn ich mir Sachen kaufe, früher habe ich mir halt immer wieder generell achte ich halt auch drauf, was ich mir jetzt kaufe, weil ich eben weiß, dass ich aufnehmen will und so weiter und so fort. Und man muss halt echt sagen, der PC, den ich jetzt habe, dass der jetzt nach, ich glaube, die haben schon fast 3,5 Jahre genau so. Und dass der so an seine Grenzen kommt, ist irgendwie auch klar, weil der PC war nie dafür ausgelegt, für YouTube zum Beispiel aufzunehmen. Ich habe meinen PC hier, also die Grafikkarte, die ich jetzt in dem PC habe, die habe ich mir, wir haben im Mai 2013 mit YouTube angefangen. Also schon fast 3 Jahre. Und ich habe mir die im Weihnachten, also Dezember 2012, habe ich mir meine Grafikkarte geholt. Das heißt, selbst die Grafikkarte wird schon dieses Jahr fast 4 Jahre, 3,5 Jahre jetzt ist die schon locker alt. Und die restlichen Teile sind noch 2 Monate älter. Und deswegen ist es auch klar, die Grafikkarte kriegt noch ein bisschen längeren Zeitlauf. Und dass nach fast 4 Jahren die Sachen im Arsch sind, ist ja wohl auch klar. Oder halt eben nicht mehr so viel bringen. Ist halt nun mal so. Ist Technik halt eben. Aber deswegen tue ich auch jetzt auf die... Damals habe ich halt wirklich abgewogen, was brauche ich, was brauche ich nicht. Und man muss halt immer wieder sagen, dass ich mir damals die Technik gekauft habe für, ich will Spiele in einer sehr guten Qualität spielen. Spielen einfach nur am PC. Fertig. Ich will einen PC zum Spielen haben, aber da war noch kein Gedanke an YouTube. Und das ist eben die Sache. Das ist der große, große Unterschied bei der Situation. Deswegen ist jetzt halt eben viel andere Technik am, ganz andere Technik am Start. Ja. Ich achte auch echt extrem auf Qualität. Aber ich kaufe mir auch, glaube ich, seit 3 oder 4 Jahren, wenn ich mir Festplatten kaufe, kaufe ich mir nur noch Server-Festplatten. Beste Digital Server-Festplatten, nicht die normalen Festplatten. Ist ein Unterschied von 20 €, glaube ich, sogar nur. Bei 3 Terabyte oder sowas in der Art. Und es lohnt sich halt richtig hart. Muss man echt so sagen, es lohnt sich richtig hart. Ja, weil es einfach alles andere nur
ja, weil alles andere ein bisschen komisch. Ja, weil ich einfach darauf ausgehen muss. Ich meine, ich habe mir jetzt, auch für YouTube habe ich ja schon so viel Festplatten gekauft, die letzten Jahre. Ich meine, ich habe eine 3 Terabyte Festplatte, auf die ich gerade aufnehme, wo ich immer am ersten PC aufnehme. Ich habe eine 4 Terabyte Festplatte, die ich inzwischen als externe Festplatte in ein Gehäuse eingebaut habe. Die komplett, also keine Ahnung, es sind so 50 GB frei oder sowas, aber die komplett, also eigentlich kann man sagen, komplett voll ist mit Videos, die wir schon, wie gesagt, in den 3 Jahren produziert haben. Wir haben so viele Videos schon produziert. Ich habe, wie gesagt, eine Festplatte, 4 Terabyte, die komplett voll ist mit Videos, von APK Gaming Plus Videos. Und ich habe noch eine Festplatte von 3 Terabyte, die ich auch komplett für neuere Videos quasi dann freigeschaufelt habe, die jetzt auch schon, glaube ich, irgendwie fast 1 Terabyte voll ist. Ja. Oder ich weiß es gar nicht, schon mehr als 1 Terabyte. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwas in dem Dreh. Und ich habe schon wieder auch auf meiner Aufnahmefestplatte, weil ich jetzt immer am ersten PC renne, da habe ich sogar jetzt die Videos noch auf der anderen Festplatte und das sind auch schon wieder 50 GB. Keine Ahnung, wir produzieren locker so in der Woche 30, 40 GB Videomaterial. In der normalen Woche. Und wir bringen ja jetzt auch aktuell leider nur noch Euro Truck Simulator um 19 Uhr und nichts anderes im Moment mehr, weil es im Moment nichts anderes mehr ergibt. Aber selbst dann haben wir halt immer noch sehr, sehr viel Video-Output. Gerade mit einem 60 FPS-Ding ist jedes Video jetzt 3, 4 GB groß. Und ich bin echt froh, dass ich auch noch ab Ende Mai wird auch noch ein anderes Update dazukommen, nämlich das Update der Internetleitung. Dann läuft unser Unity-Media-Vertrag aus und dann gibt es einen neuen Vertrag mit wahrscheinlich 20 Mbit Upload. Und im Moment habe ich 7,5 und dann werde ich 20 haben. Das heißt, ich werde ungefähr 2,5 Mal, nee, ein bisschen weniger als 2,5 Mal, 2,21 Viertel Mal, also schnell sein oder was auch immer. Ich habe gar nicht gedacht beim Rechnen, es kann sein, dass es falsch ist. Nee, 2 Drittel so schnell. Ist ja auch scheißegal, auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine. Jetzt 7,5, dann 20 Mbit Upload und das wird echt bedeuten, im Moment lade ich pro Video, wenn es so 20 Minuten ist, ungefähr 70 Minuten hoch. Deswegen lasse ich auch sehr viel über Nacht machen oder in dem PC sehr viel laufen. Und dann geht es, und das eben auch durch die 60 FPS und durch die höhere Bitrate, ja, die Bitrate ist doppelt so groß, mit der wir rendern, als wie vorher. Vorher haben wir mit, glaube ich, 16 Mbit gerendert und jetzt mit 25 oder sowas, das ist fast doppelt so viel. Also, nee, es ist nicht genau doppelt so viel, aber ungefähr. Ja, und das ist nicht nice auf jeden Fall. Das ist viel, viel Videomaterial, die Festplatten werden größer und so weiter und man behält natürlich immer sein Videomaterial auf seiner Festplatte. Man löscht nicht einfach Videos auf seiner, man löscht die Videos nicht einfach, man hebt natürlich immer auf, weil, keine Ahnung, ich finde es auch persönlich, das macht jeder YouTuber so, dass er alte Videos aufhebt. Selbst PietSmiet hat ja alle alten Videos noch. Man hat ja auch bei PietSmiet jetzt eine Roomtour gesehen und da hatte er ja auch irgendwie 5-6 externe Festplatten da liegen mit allen Videos, die er alleine nur gerendert hat. Und die anderen Leute von PietSmiet haben auch nochmal externe Festplatten mit Videos, die sie gerendert haben. Ja. Das ist halt schon irgendwie krass alles. Und jeder größere YouTuber mit mehr Videos hat richtig viele Festplatten damit rumliegen, wo die drauf sind. Ist halt einfach so eine Sache. Aber was ich sehr schön finde, was ich mir auf jeden Fall irgendwann mal gönnen werde, wahrscheinlich erst nächstes Weihnachten oder so. also nach der Grafikkarte, nach der neuen, oder ich weiß, nee, wahrscheinlich schon vor der Grafikkarte leider, werde ich mir eine 6 Terabyte Festplatte gönnen, weil die kosten inzwischen 250 €. Und ja, es gibt auch inzwischen nur 6 Terabyte Festplatten oder 6 Terabyte waren es, glaube ich. Ich glaube, es waren 6 Terabyte und das ist halt absolut notwendig bei mir, wenn man so sieht, ja, was da so an Videos rauskommt. Oder ich glaube sogar 8 Terabyte. Ich weiß gar nicht. Ich glaube 8 Terabyte sogar. Ich habe keine Ahnung. Eins von beiden kann man ja auf Amazon einfach nachgucken. Ich kaufe nur noch Western Digital Festplatten, weil ich damit noch nie schlechte Erfahrungen gemacht habe und weil die echt sehr viel aushalten. Und wie gesagt, die Server-Festplatten. Und ja, das wird auf jeden Fall dann irgendwann mal dazu gehen, dass ich eine 8-Terabyte-Festplatte kaufe und dann wieder alles quasi auf diese Festplatte kopieren lasse und erstmal Ruhe wieder ist im Puff. Ja, weil das echt schon krass ist, was wir so ein Videomaterial produzieren. Aber wenn ich mir so aktuell angucke, was wir gespeichert haben, dann werden die, ich glaube, es war doch eine 6-Terabyte-Festplatte und ich habe mir mal ausgerechnet, bis zum Zeitpunkt, wo ich die kaufen werde, werden wir wahrscheinlich schon die 6 Terabyte insgesamt an Videomaterial überschritten haben. Das heißt, diese Festplatte werde ich mir kaufen und dann alles von der bisherigen Festplatte darüber kopieren lassen, dann ist die direkt schon wieder voll. Das ist halt echt krass. Ist aber auch wichtig, dass ich immer mal wieder die Daten auf neue Festplatten dann direkt bewege, die alten Videos, weil ich habe die natürlich nur auf einer Festplatte gespeichert. Und wenn dann eine Festplatte mal komplett weg ist, irgendwann im Arsch ist, dann wäre es scheiße, weil dann sind direkt, keine Ahnung,
bei einer 6 TB Festplatte ein paar tausend Videos weg. Und klar sind die noch auf YouTube, aber es ist ja was anderes. Man behält die ja noch für sich selbst und die haben auch noch eine bessere Qualität, wenn man diese quasi selbst speichert, als wie auf YouTube. Na gut, aber wir sind auch schon bei 25 Minuten, von daher würde ich mal sagen, was ist von der heutigen sehr, sehr ausführlichen Thementalk-Folge. Die nächste Folge, die dann am Dienstag kommt, wird dann mal ein bisschen kürzer, wahrscheinlich 15 Minuten und also so ein bisschen ausgleichsmäßig, ne? Und damit würde ich sagen, was ist von der heutigen Folge und haut rein. Bis dann eben am Dienstag. Ciao.